Am 10. Juli besuchten rund 20 Mitglieder des Vereins Freunde der Kunsthalle Rostock das Kunstmuseum Ahrenshoop. Durch die künstlerische Leiterin Dr. Katrin Arietta erhielten die Teilnehmer eine Führung durch die Ausstellung Lionel Feininger, Rügen, Ribnitz, Usedom, Reisen an die Ostsee von 1892 bis 1913. Lionel Feininger gehört ohne Frage zu den großen Künstlern der Moderne. Mit seinem unverkennbaren Stil zwischen Expressionismus, Futurismus und Kubismus hat er sich mit seinem Lebenswerk weltweit Anerkennung erworben. Die Ostsee ist Feiningers Lebensmeer. Hier studierte er an der Natur und Architektur Formen und Farben. Hier entwickelte sich seine typische, reduzierte, großflächige, kristalline Bildgestaltung, so Dr. Katrin Arietta gegenüber den Besuchern aus Rostock. Feininger hat tatsächlich hier in der Nähe ja gewirkt. Und der denkwürdige Aufenthalt 1905 in Gral und Ribnitz, das ist ja ganz in der Nähe, ist ungeheuer bedeutend für seine spätere Entfaltung als ernsthafter bildender Künstler, möchte man mal sagen, geworden. Die spannende Führung durch das Werk Lionel Feiningers beleuchtete für die Freunde der Kunsthalle Rostock den künstlerischen Werdegang des Malers, genauso wie die einschneidenden biografischen Umbrüche vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen im ausgehenden 19. Jahrhundert und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Das Werk Feiningers entzieht sich der klaren Einordnung in die eine oder andere Strömung der Moderne. Das hängt auch damit zusammen, dass er relativ spät zur Kunst gekommen ist und vielleicht auch damit, dass er sich immer dagegen verwahrt hat, mit einer bestimmten Richtung in Verbindung gebracht zu werden. Aber ich denke im Übrigen, dass sich jeder Künstler mehr oder weniger solchen Zuordnungen entzieht. Die sind ja immer Erfindungen der Kunstwissenschaft oder der Leute, die versuchen, Entwicklungen zu systematisieren und irgendwie auch konsumierbar aufzubereiten. Für die Teilnehmer der Exkursion nach Ahrenshoop bot diese Führung fundierte Informationen und ein bleibendes Kunsterlebnis. Die Exkursionen zu wichtigen Ausstellungsorten in ganz Deutschland sind für den Verein Freunde der Kunsthalle Rostock integraler Teil seines Wirkens. Die Freunde der Kunsthalle Rostock organisieren immer wieder Ausflüge und Exkursionen, mal über mehrere Tage, aber auch mal kürzere Sachen wie heute hier nach Ahrenshoop zur Feininger Ausstellung. Das ist ein Kleinod, der es natürlich gehört, sich das über die Grenzen der Hansestadt zu gucken, nicht nur die Kunsthalle im Blick zu haben, sondern auch die Kunst in der Region natürlich und in ganz Deutschland auch. Das Kunstmuseum Ahrenshoop bietet täglich über das gesamte Jahr herausragende Ausstellungsprojekte zum eigenen Bestand und zu Künstlern mit Bezug zu dem Meer, das auch unser Meer ist, die Ostsee.